Hallo allerseits, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich heute über Flucht und Fluchtursachen reden kann. Dafür habe ich einige Spoken-Word-Gedicht vorbereitet und würde gerne das vortragen. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Menschen, denen seit Jahrhunderten das Land gestohlen wurde. Ihre Rohstoffe, ihre Bodenschätze, ihre Existenz. Menschen, denen die Würde beraubt wurde, ihre Menschlichkeit, ihre Verletzlichkeit. All das für was? Damit wir hier im globalen Norden ein besseres, unbeschwertes Leben führen, für eine kurze Zeit, damit uns bald die Realität einholt. Eine Realität, vor der wir unseren Kopf in den Sand stecken. Während unser Müll in Philippinen deponiert, unsere Kleidung in Bangladesch produziert, unsere Smartphones in China hergestellt, unser Kaffee in Brasilien, unsere Kakaobohnen in Westafrika, Baumwollen in Indien angebaut werden. Damit wir hier ein besseres, unbeschwertes Leben führen, für eine kurze Zeit. Damit uns bald die Realität einholt. Eine Realität, vor der wir unseren Kopf in den Sand stecken. Menschen, denen die Lebensgrundlage vernichtet, zerstört, beraubt, enteignet und mit den unmittelbaren Folgen des Kapitalismus und den Konsequenzen des Kolonialismus alleingelassen wurden. Menschen, denen das saubere Wasser, das Recht auf Obdach und Zuflucht entzogen wurden. Und Menschen mit Dürren, Überschwemmungen, Stürmen, Waldbrände ihrem Schicksal überlassen wurden. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie viel ist mein Leben wert? Und wie viel ist dein Leben wert? Wie viel ist mein Leben in Wien wert? Wie viel ist das Leben der Menschen in Libyen wert? Und in Somalia, in Afghanistan, in Syrien? Was, wenn Menschen sich gegen Unrecht entscheiden? Vor Bomben und Bürgerkrieg fliehen? Vor Naturkatastrophen und Hungersnot? Verursacht durch die Gier der Konzernbosse? Beschuldigst du jene, die fliehen? Menschen, die ein besseres Leben aufbauen möchten, an einem Ort, wo sie in Würde leben können? Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie viel ist mein Leben wert? Und wie viel deins? Und wenn ich Glück habe und ankomme, dann beschuldigst du mich für meine Misere, weil ich die falsche Herkunft, die falsche Hautfarbe, den falschen Glauben habe? Oder doch den falschen Namen oder das falsche Aussehen. Ich werde zum Problem gemacht, weil ich ein Fremder bin oder doch zu einem Fremden gemacht werde. Obwohl diese Seelen Jahrhunderten dem mächtigen Westen gedient haben. Was bin ich nun hier im globalen Norden? Bin ich eine Bande oder ein Mob? Bin ich eine Sozialschmarotzerin? Eine Parallelgesellschaft? Eine Flüchtlingswelle? Oder eine illegale Zuwanderer oder eine Gastarbeiterin, die integrationsunwillig ist. Siehe da, ein Menschenleben ist nicht immer gleich wert. Dafür sorgst du, dafür sorgen wir, die Politik, dafür sorgen die Grenzkontrollen und Frontex. Die Polizisten, die EU und alle, die Angst vor Menschen haben, denen sie die Würde beraubt haben. Menschen, die an unserer EU-Grenze, jetzt zurzeit in Moria, einen sicheren Hafen zum Leben brauchen. Danke. Großen Applaus nochmal bitte!